Moin, meine Lieben, hier sind wir wieder, eure LS22-Fans. Ja, mit ein, zwei Tagen Aussetzern, ja, wir wissen es, aber wir mussten uns mal ein bisschen im Kopf machen, wie wir das jetzt machen. Und wie ihr seht, der gute Olaf und ich, wir sind wieder zurück. Ja, er geht mir schon auf die Knie, siehst du? So ist das brav, ja, so ist fein, nein. aber, ja, unser Matthias haben wir bei sich auf dem Hof gelassen, in Haut-Belleron. Sind wir extra noch einen Umweg gefahren. Ich glaube, was hat er gesagt? Der muss sich wohl um seine Biogasanlage kümmern. Er hätte ja so wenige Ballen, die müssen erstmal verarbeitet werden, oder? Ja, das hat er, da hat er was von gehabt, ja. Ja, nee, und dementsprechend sind wir halt hier angelangt. Ich bin die Nacht komplett durchgefahren mit dem Bus und ja, ich glaube, unsere Felder sind mittlerweile auch alle reif. Und ja, ich habe, müssen wir reif sein, jo. Da haben wir ja genug zu tun, oder? War ja eine ganze Weile weg, ne? Ja, fast ein Jahr jetzt. Aber, ja, ich würde sagen, wir fahren mal langsam, ne? Ich würde am liebsten wieder umschön zurückfahren, weißt du das? Ja. Aber, naja, mal abwarten. So, dein Rinder. Nee, ich fahre, du nicht. Okay. Dann gucken wir, ob der jetzt wieder angeht. Wir haben ja unseren Techniker nicht dabei. Pass auf, ich wette mit dir, der springt jetzt direkt an. Wollen wir wetten? Ich wette nicht. Ah. Haha. Siehst du? Kaum ist der nicht da. Ich habe mal schon das Gefühl, der hat ihn manipuliert. Weißt du das? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Uiuiui. Ey, ja, wir sind wieder zu Hause. Die Fahrer. Ja. Ja, genau. Ui. Okay, ich glaube, wir dürfen mal gerade was machen. Der ist uns ja so schön reingefahren. Ja. So. So, jetzt aber. Haben wir einfach mal gerade Verkehr ausgeschaltet. So, da hoffen wir, dass wir mal jetzt hier uns wieder zurechtfinden nach der ganzen Zeit, gell? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, meine Kühe schreien auch schon. Hilf mir. Bei den Hühnern müsste es genauso sein. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt zu dir fahren, fahren wir erstmal mal gerade rüber zum Bäcker. Ja. Ich habe irgendwie voll Magenleere nach der ganzen Fahrerei. Ja. Bin ich dir ganz ehrlich. Eieiei. Hast du schon Frühstück machen? Jetzt weiß ich auch, was er gemeint hat. Ey, der ruppelt und wabbelt ja, ey. Das ist ja grauenvoll. Dieser Bus. Ich bin froh, wenn wir den wieder abgesetzt haben, weißt du das? Glaube ich dir. Oh, sagst du nicht, dass da gesperrt ist, lieber Ole? Da ist gesperrt. Ja, ich hab's gemerkt. So. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? Ja. Das hat so Fehler so sorgen, ne? Das wird einiges sein. Also ich glaube, jetzt kommt mein Turion oder Trion, oder wie auch heißt, auch jetzt endlich zur Geltung. Ich hoffe, hier war mal richtig, oder? Ja, hier war richtig. Boah, ich habe das alles schon vergessen. So lang ist das her. Ja. Oh Gott, Vorsichtbrücke. Ast. Hui. Siehst du? Präzisionsarbeit. Ja. Hä? Wer ist das denn? Hä? Was haben wir denn da? Im Gebüsch? Im Gebüsch. Hallo, hallo. Oh, endlich. Hä? Ja, hallo. Hä? Moment, müssen wir mal die Tür hier aufmachen. Ja, guten Tag. Ja, hallo. Wer sind Sie denn? Ich wollte, der Johann Hansen bin ich. Okay. Ich wollte eigentlich in die Stadt, aber hier ist kein Bus und jetzt habe ich Sie endlich gesehen. Fahren Sie zufälligerweise in die Stadt? Ja, wir fahren zwar in die Stadt, aber wir kommen gerade von einer riesengroßen Reise und sind jetzt angekommen. Uns gehören die Höfe teilweise hier. Oh. Also mir gehört unten der große Meierhof und unserem guten Herr Krömer, dem sein Hof, der ist glaube ich direkt hier vorne um die Ecke. Genau. Aber wenn wir gerade schon hier sind, Olaf, ich guck mal gerade, ob mein Johnny noch hier steht. Warte mal gerade. Ja. Mach mal erst kurz den Motor aus, sonst ist das hier so laut. Weil ich glaube, den hatte ich doch hier abgestellt. Hansen, genau. Was machen Sie denn jetzt so hier? Also,
Ja, ich hab mal so mein Konto so ein bisschen geplündert und wollte mal so eine kleine Rundfahrt machen, weil das Okay. ganze Stadtleben, das ist ach, auf die Dauer. Jetzt habe ich mal hier so das kleine Örtchen so, ja, gefunden auf der Karte, mal so mit dem Finger drauf gezeigt. Okay, hier. Und ja, Okay. jetzt bin ich im Zug angekommen. Okay. Wahnsinn, ich bin direkt gleich. Ich will mal gucken, ob der noch hier steht. Ja. Ja. Und Sie sind der Herr? Ich bin der Herr Krömer. Mir gehört der Hof hier geradezu. Ah, okay. Ja, also, wie ihr seht, ist wohl noch jemand Neues hier unten. Vielleicht kriegen wir ihn ja auch noch überreden. Okay, der ist nicht mehr hier. Das wundert mich jetzt, weil wir hatten ihn ja damals hier abgestellt. Müssen wir mal gucken. Wisst ihr, was wir jetzt einfach machen? Wir gehen jetzt hin und fragen ihn, ob er jetzt erstmal vielleicht Bock hat mitzukommen, weil er sagt, der Stadtleben ist ihm gerade zu viel. Landleben, wir könnten jemanden gebrauchen, oder? Gerade jetzt, die Ernte steht an. Und ja, Matthias ist auch nicht da, der uns helfen kann. Olaf hat selber genug zu tun. Ich würde sagen, wir gehen einfach hin und quatschen mal mit dem, oder? Das machen wir einfach so. Machen wir. Ist halt immer so Oh. mit dem finanziellen. Oh. Ist aber noch nicht ganz fertig. Ja, toll. Du, weißt du, wo mein Johnny hin ist? Du hast sie doch ans Sägewerk gestellt, hast du Ja, irgendwas erzählt, ne? aber der ist da nicht mehr. Wurde Das der ist komisch. geklaut? Weiß ich nicht. Ich guck später mal unten. Vielleicht hat ihn ja doch schon irgendwer runtergefahren. Ich will mal gucken. Ja, der Ja. Matthias hat ja irgendwas gesagt, dass ein Lohnunternehmen hier in der Stadt war, ne? Sich über die Höfe, um die Höfe gekümmert hat. Vielleicht waren sie hier mal im Sägewerk und haben Bad geschaut, Segeberg, was. ja. Ja. Und Ja, wollten schauen, was hier so ist, ne? Na, Haben mal sie gucken. wahrscheinlich gesehen, aha. Gehört zum Herrn Meier und dann haben wir mal vielleicht Ja, auf den Hof bestimmt. gestellt, ne? Ja, Herr Hansen, was haben Sie denn jetzt noch so vor? Also, wenn Sie sagen, Sie wollen dem Stadtleben entfliehen, wollen Sie sich vielleicht was in der Landwirtschaft angucken? Haben Sie da mal Lust drauf? Lust hätte ich schon drauf. Ich habe ja schon bei meinem Opa immer so ein bisschen mal, Gott hab ihn selig, er ist leider letztes Jahr verstorben. Okay. Okay, mein Beileid. Oh, Mensch, Ja, oh. auf dem Bauernhof so ein kleiner Bauernhof halt, ne? Ein bisschen Okay. mit Schweinen und Kühe und so ein bisschen mitgeholfen. Fand ich schon immer interessant. Und ja, jetzt, wie gesagt, Großstadtleben, das ist, ach, das geht einem Wissen nicht Sie so. was? Steigen Sie mit Nein. Wir setzen jetzt den guten Herrn Krömer ab und dann nehme ich Sie erstmal mit bei mir um den Hof. Können Sie sich da mal umschauen. Oh ja, das wäre ja mal nett. Ja, dann ab geht der Peter. In diese Ja, komische gerne. alte Möhre hier. Komisch. Also, ich weiß auch nicht. Also, ganz ehrlich, Olaf, ich weiß nicht, was wir hier das für Probleme hatte, ne? Der Ja. springt doch an, der läuft doch. Außer die Lenkung, die ist ein bisschen schwammig, aber sonst. Naja, ist ja Ja, schon. da ist schon ein bisschen älter, der Bus, ne? Ja, ich glaube, da hinten sehen wir schon dein Hab und Gut. Ah ja. Aber ist ja sehr hügelig hier, wa? Ja. Oh, mein Ja. Hafer ist fertig, mein Hafer ist fertig. Ja, siehst du, wo der Zeit. Ja, so nebenan noch Mais, kannst direkt mitmachen. Gehört mir noch nicht, also da haben wir den Vertrag noch nicht unterschrieben. Achso, ja gut. Jetzt ist der Bürgermeister nicht da. Ja. Na gut, ich muss ihn ja auch noch anhauen. Ja. Ach, guck mal da. Sie ist auch noch da. Oha, das ist aber Was? schön. Ja, ist meine Mutti. Wie hieß er noch mal? Ich weiß nicht mehr, wie mein Hund heißt. Ja, okay. Du, ich weiß es gar nicht. Für mich ist das Hund. Ja, das ist hier mein kleiner Hof, Johann. Sehr schön. Ist halt noch alles im Bau gewesen hier, wo wir hier weggefahren sind. Ist halt noch nicht ganz fertig. Naja, kann sich aber schon sehen lassen, ne? Also, Ja. meine, ich kenne mich da ja nicht so spezifisch aus mit zwecks landwirtschaftlichen Aktivitäten, sage ich jetzt mal. Ja. Aber so im Ganzen sieht das doch schön aus. Ja. Na dann. Ah. Danke fürs Herfahren. So. Oh, du hast immer so viel mitgeschleppt hier. Ja. Soll ich helfen?
So, ja, nee, das waren seine zwei Monstertaschen. Ja, okay, wir waren ja auch fast ein Jahr unter und Tour, ne? Also. Und bei der Kaffeemaschine. Ja, und du und dein. Das, ist das nicht Matthias, seine Kaffeemaschine? Ich hab doch unterwegs noch eine neue gekauft. Ach so, stimmt, da war ja was. Da war ja was, die ist doch unterwegs umgefallen. Ja, gut. Dann guck du mal deine Felder an, ich gucke es halt von meine an und. Ja. Je nachdem müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen, ne? Weil ich muss dir ja dann helfen, ne? Mit abfahren und dreschen und ja. Ja. Gut, und dann. Sonst spreche ich ja mit einem Händler, ob ich mir vielleicht einen Drescher bieten kann für das eine Feld. Ach ja, das kriegen wir schon gebacken. Wie gesagt, ich habe ja auch meine zwei, drei, die fertig sind. Sonst machen wir das so und dann einen und dann deins noch und dann schauen wir das schon. Alles klar. Sagst du dann Bescheid, wenn ich mit abfahren soll? Ja, klar. Ich habe ja hier noch irgendwo mein Hänger stehen. Dann komme ich mit dem Nils rüber. Alles klar. Alles bis klar. Dann. Oh, bis Herr Hansen, also wenn Sie wollen, dann fahren wir weiter, oder? Olaf, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Mach ich. Aha. Wir werden ihm so oder so helfen. Aber das ist schon beim Duseln? Okay. So. Hat sich schon angeboten. Okay. So, dann. Also da bin ich ja ein bisschen lockerer. Also, sagen wir mal so, wer mir das Du anbietet, ist es okay. Mhm. Ansonsten immer per Sie. Also, das muss. Das ja, dann, ich. Wenn wir dann schon dabei sind, dann, wie gesagt, ich bin der Günni. Günni Meier. Ja, und dann Johann, ne? Spitzname Johann. Alles klar. Also, wie gesagt, dieser Bus, der ist so laut. Ich halt mit dem manchmal mein eigenes Wort nicht mehr hier. So. Naja, so ein eigenes, ne, der mit Zwischenkuppeln und ne, das ist halt ein bisschen lauter als die Stadtbusse. Das stimmt. Ich hätte ja gesagt, wir wären jetzt die Abkürzung gefahren, aber ich traue dem Bus leider nicht mehr so viel zu. Der hat jetzt Kilometer gemacht ohne Ende. Wie gesagt, wir waren von hier aus, sind wir nach Frankreich gefahren, von Frankreich waren wir auf meinem alten Hof, weil ich komme ja auch nicht von hier, ich bin ja auch zugezogen. Ah, okay. Und ja, dementsprechend waren wir halt jetzt dort gewesen. Huch. Du, ich glaube, da war was. Ja, das ist manchmal, haben die hier Eigenleben, dieser Bus. Und da waren wir halt jetzt gewesen, weil meine Großeltern verstorben sind und ich sollte halt den Hof jetzt wieder übernehmen, aber ja, das hat man sich hier so eingelebt und jetzt weiß ich nicht, also ich muss halt echt mal gucken, wenn die dann soweit sind wieder, vielleicht eine Ratssitzung machen und vielleicht kriegen wir ja alle dazu, dass wir dann vielleicht dorthin weitergehen, aber ja, muss man mal gucken. Also da ist das hier auf jeden Fall klein gegen. Kann ich schon mal sagen. Also ich habe da, du wirst gleich sehen, der Hof ist zwar nicht klein, aber der andere ist ungefähr das Dreifache davon. Und ja. Das ist ja dann meine Großeltern ja aber schon in längeren Besitz, ne? Ja. Ja, und wie hat sich denn hierhin verschlagen? Also ich sag mal so, meine Großeltern, ich habe mich halt so ein bisschen mit denen Krach gehabt. Er hat gesagt, ja, nee, ich versuche jetzt was Eigenes aufzubauen. Also hier, siehst du schon, was sind meine Schafe? Oh, sehr schön. Und da haben wir halt hier, habe ich halt jetzt auch erst gebaut, erst neu. Alles. Gewächshäuser und die Hallen neu gebaut. So, ich würde mal sagen, den Bus fahre ich jetzt erstmal. Ah, hier finden die Halle. Ja, wie gesagt, ich wollte halt was Eigenes aufbauen und da wurden sie aber beide jetzt krank. Ja. Und ja, jetzt waren wir halt dort gewesen. Und der Hof ist halt jetzt komplett leer, ne? Also da ist jetzt gar keiner mehr. Oh je. Jetzt bin ich halt überlegen, ja, was machst du jetzt, ne? Naja, aber es hat ja auch was Gutes, wenn man so von den Großeltern den Hof so ein bisschen übernehmen kann, ne? Ja.
Das aber stimmt. wenn man sich wirklich ordentlich was aufgebaut hat, das tut einem ja auch dann irgendwie schon ein bisschen. Ja, gut, ich sag mal so, also noch geht's. Ich habe jetzt die Kühe und die Schafe, die Felder sind so die erste Ernte. Also noch würde es halt funktionieren, ne? So, wenn ich mal die kleine Tasche hier. Ja, so, dann gehen wir erstmal rein und dann gucken wir mal. Die ist so schwer, jo. Die Tasche. Ja, ich bin wieder da, ja. Da wird man direkt begrüßt von Hühnern und Kuh. Ja, Mensch, das ist ja auch schick hier. Schön mit dem Altbau hier. Mhm. Darauf. Ja, das so, ist ja so. Tasche hier hin, so. Ja, wieso ist halt meine kleine Stube? Hier ist halt nicht viel, ne? Also. Na ja, reicht doch. Kaffeemaschine. Also, ja, reicht aber wie gesagt, doch. Oben wäre halt alles. Ne? Da hätte ich mal nur so ein Schlafzimmer, die Couch und die Tschüss und jedes. Aber wie gesagt, du kannst dich auch gerne, also wenn du sagst, du willst ein paar Tage bleiben, hier vielleicht ein bisschen helfen oder so. Ich überlasse dir gerne die Couch. Wie gesagt, ich habe meine letzten 1000 Euro von meinem Sparkonto runtergeholt und habe jetzt mal gesagt, nee, ich muss jetzt einfach mal raus. Also, Hilfe ist hier immer gerne gesehen. Also, von dem her kriegen wir es bestimmt mal hin. Ja. Aber ich zeige dir den dann jetzt erstmal noch mal ein bisschen. Und dann kannst du dich auch ein bisschen einleben. Ich weiß, ob du einen Staplerführerschein hast. Also, Trägerführerschein habe ich. Ich habe sogar. Oh, ich hasse es nicht. Sorry, wenn ich gerade davon. Leute, unsere Eier. Wir haben endlich Eier. Ja, die Hühner hatten die ganze Zeit Probleme gehabt, irgendwelche Eier zu geben. Wie du siehst, hier hinten. Da habe ich halt eine Palette hingeschmissen. Aber endlich haben wir welche. Ah, ist schön. Das heißt, morgen früh gibt's Eier. Oh, da bin ich dabei. Ja, wie gesagt, habe ich halt den Stapler geholt. Extra für meine Paletten. Von den Schafen. Warte. Ist der das? Tatsache, da steht mein Schätzchen. Da ist er ja. Oh, ah. Ja, den, das war auch erst meine neueste Investition gewesen. Ich wollte halt einen kleinen Hoftrecker haben. Und der ist halt echt perfekt. Und ob du es glaubst oder nicht, ich denke mal, Ball nur so, bist du ja schon mal mit kutschiert. Wo kennst das, ne? Immer. Der steht ja wie eine 1. Oh, das ist ja cool. Der rutscht dir nicht runter, der fliegt dir nicht rum. Der fährt dir einmal den kompletten Ballen, so wie er ist, da hinten rein. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, das ist der. Vorne habe ich auch noch die anderen beiden, die zeige ich dir gleich noch. Da haben wir hier halt, ist das Silo. Da kriegst du halt auch schon ordentlich was unter. Wurde halt auch schon umgemacht und alles. Also wenn, würde ich halt hier den Hof... Eieiei, okay. Sehr tolles Lohnunternehmen, würde ich mal sagen, die nichts tun. Na ja, gut. Wurde mal... Na gut. Wenigstens haben sie ans Futter gedacht, aber als andere alle, ans andere alle nicht, leider. Naja, egal. Mhm. So, wie gesagt, hier habe ich noch meine Wiese. Die gehört halt auch noch mir, genauso wie das hier. Also siehst, die Ernte ist reif. Also, dann siehst du, das habe ich gerade meinen Computer aus. Du meinst, das muss ich erstmal wieder einschalten. Warum auch immer. Die können wir wieder anmachen. Das muss ich erstmal gerade gucken hier. Wo haben wir denn meinen Computer? Da. Was? Da haben wir ihn doch. So, ah, jetzt habe ich ihn. Da siehst du, ist sogar erntereif der Raps. Oh ja. Ja, die Wiese ist hier auch ready. Ja, die ist auch ready. Also, es wäre jede Menge zu tun. Und ich wollte so oder so noch bei der Bank heute Morgen anrufen, weil ich habe noch vor, ich habe ohne Mist, Johann, ich habe sowas Cooles bei uns oben gesehen. Und da habe ich, das habe ich einen Narren gefressen. Aus Boss und Olaf doch nicht zu sagen. Also ich habe vor, mir ein Big M zuzulegen. Oh, das ist doch hier dieser ganz große neue. Genau. Mähwerk ist das, glaube ich, ne? Ja, das ist ein kompletter Mäher. In Schwartablage und alle. Und ja, den habe ich halt da oben gesehen. In richtig schön in Schwarz, Giftgrün. Und den habe ich jetzt, bin ich überlegen. Ich will mal gucken, was der kostet. Und mir dann halt bei der Bank noch was holen. Und egal, als ob ich hochziehe oder nicht. Oben könnte ich den sogar noch besser gebrauchen wie hier. Hier habe ich halt jetzt zwei Flächen, sage ich jetzt mal, an Gras, die ich hier so gesät habe. Ja, und oben, ja, ist es ungefähr die Felder doppelt zusammen, ne? Ja, gut. Das würde sich lohnen, ne?
Sender hier oben, das ist schon. Das kannst du nicht mehr mit einem kleinen Mähwerk da machen. Ich glaub, weiß gar nicht. Ich glaube 4-5 Meter, glaube ich, ist das breiteste. Ja, wie gesagt. Hier habe ich ja meine Mähwerke stehen. Die würde ich halt dann auch in Zahlung geben oder halt trotzdem mal noch behalten für kleine Mähsachen, ne, wie du siehst. Habe ich halt jetzt hier von Glas das Disco. Wir hatten immer so ein Ziel, dieses vordere. Das dahinter kenne ich. Ja, es ist halt, früher gab es die halt in Kombi, mittlerweile halt einzeln. Da wird halt vorne hängst du halt das an, hinten hängst du das an und dann gib ihm. Ne? Dann statt hier den kleinen Ladewagen. Ja. Dann halt noch zwei Walzen, einmal eine Wiese, einmal eine Feldwalze, ne? Und halt hier das Neueste, das vom Neuesten. Aber du bist jetzt noch nicht einmal im drin gehabt. Dieses Spray, John Deere, ne? Diese Power Spray mit Kamera drauf und allem drum und dran, die halt genau erkennt, wenn du jetzt übers Feld fährst und sieht halt dann, die erkennt halt, wo Unkraut ist. Dann wird das nur besprüht und du sparst halt Massen an Herbizide. Also, Super. Also richtig viel. Also, Unkrautbekämpfung, ja? Genau. Hier liegt noch ein Ballen rum, okay. Ja, tja, da habe ich halt hier oben noch für die BGA halt den Turion, ne? Quatsch, den Liebherr, nicht den Turion, Entschuldigung. Ja. Gibt der hier aber was hingezaubert, oh meine Güte. Ja, dann halt hier mein zweiter. Ja, mein zweites Schätzchen. Der 900er. Ja. Ich bin halt so der neuere. Klar, der alte Fendt ist genial, hat auch unser Bürgermeister, ne? Der hat den halt, aber ich halt nicht. Und ja, müssen wir halt da mal gucken. Kennst du den Fendt, war das jetzt der 700er oder der 800er TMS? Der mit der eckigen Schnauze. Kennst du den noch? Ja, den hatten wir früher. Ich glaube Matthias, also unser Bürgermeister, der hat den sogar, glaube ich, noch. Aber nicht hier, so viel ich weiß, sondern auf seinem alten Hof. Da fährt er halt damit, ne? Das also. Ist ein schöner. Schöner alter. Den hat mein Opa immer gehabt, bis zum Schluss. Ja, das glaube ich. Okay, dann haben wir das. Ja, wie gesagt, haben wir auch hier den Kuhstall. Die sind zum Glück alle auch noch versorgt. Ja, das ist sehr gut. Ja. Das sieht immer gut aus. Stroh haben wir auch noch genug. Wie gesagt, ich war halt überlegen, in so eine Biogasanlage mit Pump and Hoses Geräten halt einzuinvestieren, aber ich glaube, für hier rentiert sich das gar nicht auf dem Hof. Also, das ist. Ja. Ist halt dann immer so eine Überlegungssache. Gülleverschlauchung ist sehr schön, aber. Da brauchst du halt auch Platz für, ne? Naja, gut, also mit Glühverschlauchen sagt mir jetzt gar nichts. Also es ist praktisch. Also das haben wir oben in Frankreich gemacht und das war echt cool. Weil du hast an der Seite alle stehen, steckst nur noch einen Schlauch an und fährst einfach um Feld los, ne? Okay. Muss halt immer nur überladen. Ja, da habe ich halt hier noch meinen kleinen Kühltrecker, sage ich jetzt mal. Der kleine Kubota. Neben meinem ganzen Stolz. 1050. Boah. Aber muss man ein bisschen sauber machen hier. Ja, ich habe die sauber hinterlassen, aber ich denke mal, die Lohnunternehmer ja nutzen und dann haben sie halt alles stehen gelassen, ne? Boah, und da sind ja noch ganz starkes Abzug von den Lohn. Ja, das so oder so. Ja, und dann halt hier meine beiden noch, ne? Also einmal große Krone Big M, ne? Und halt der Glas. Trion, aber wenn ich wirklich hochgehen sollte, klar, der ist es erst neu, aber wenn der seine Dienste da mal getan hat, würde ich halt, wenn ich wirklich sage, ich krieg die anderen überredet, dass wir hochziehen, würde ich den halt ja auch gegen Lexion tauschen, ne? Also, da würde ich nicht nein sagen, ne? Oha. Ja, und wie gesagt, er hier, klar, der wird gefahren, bis er nicht mehr fährt, also, das ist ein Biest, das ist ein Monster, ne? Der hat auch nicht. Ja, den habe ich halt extra gekauft, weil ich hatte vor, vielleicht machen wir es auch noch, halt die Felder, die jetzt hinten sind, halt zusammenzulegen. Oh, okay. Also ein größeres Feld für mehr. Genau. Na gut, ihr Lieben. Aber das war's auch dann schon wieder in unserer Folge. Wir haben jetzt heute mal was kürzer gemacht, dass wir auch mal ein paar Folgen wieder für euch zusammen haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du noch kein Abonnent bist, auch gerne ein Abo. Ich sag Tschüssikowski, bis bald, Dinski.